Türkisblaues Wasser, weißer Sandstrand, in den Wellen sich wiegende Longtailboote und eine spektakuläre Berglandschaft. In diesem Video zeigen wir euch mehr über unsere Erfahrungen auf Koh Phi Phi und ob sich ein Trip für euch dorthin lohnt. Ja, aber... Vom Krabi aus reist ihr an, hin zur Insel Koh Phi Phi. Die Fahrt ist wirklich wunderschön. Ihr kommt dann an, im Tonsai Bay auf Koh Phi Phi und werdet dann das erste Mal so ein bisschen überrascht. Ja, oh Schreck, oh Schreck. Massenweise Touristen wollen von der Insel runter und auf die Insel drauf. Koh Phi Phi, das ist nicht nur eine Insel, sondern eine Inselgruppe in Andamansee. Die Hauptinsel ist die Koh Phi Phi Don. Die ist bewohnt. Im zentral gelegenen Teil gibt es extrem viele Hotels, Restaurants, Shops und auch Bars und überall Tattoo-Studios. Ja, wenn man am Tonsai Bay ankommt, dann kommt auch einem leider so ein bisschen, ja, so ein unangenehmer Geruch entgegen, der aus der Kanalisation kommt. That is one big pile of shit. Wir vermuten, es kommt einfach daher, weil einfach so viele Leute dort vor Ort auf dieser kleinen Insel sind. Wir haben dann im Bonsai Bay das Phi Phi Don Chukit Resort gefunden. Das war relativ bezahlbar und wir hatten einen schönen Ausblick von der Terrasse mit Pool. Weniger schön fanden wir die Zimmer im Hinterhof. Sie haben ein bisschen barackenartig gewirkt. Die Zimmer waren allerdings in Ordnung. Deshalb geben wir 2 von 5 Angsthasen. Auf dem zugebauten Hauptteil der Insel werden abends und nachts wilde Partys gefeiert, genauso am Dalam Bay. Tagsüber ist dieser Dalam Bay-Strand allerdings etwas ruhiger. Ja, und da feiern sogar die Katzen mit. Wir haben ein paar Katzen gesehen, die da ein bisschen rumgeschakert haben. Und am nächsten Tag haben wir sogar eine Katze gesehen, die ein bisschen Hangover hatte, die uns begegnet. Das war richtig, richtig schön anzusehen. Ja, also scheinbar haben dort nicht nur Menschen einen Kater. Ja, und diese frühe Tageszeit, die kann man auch sehr gut nutzen, indem man einfach früh aufsteht. Denn während die meisten Menschen noch schlafen, könnt ihr die ruhigere Atmosphäre vor Ort genießen. Oder aber auch Ausflüge buchen zu den umliegenden Strandabschnitten auf der Insel, weil die dann natürlich viel weniger besucht sind. Was kann man sonst noch so auf Koh Phi Phi erleben? Es gibt Aussichtspunkte. Das einzige Manko da sind einmal die Moskitos, die sich dann, wenn man den Sonnenuntergang oben genießen möchte, blicken lassen. Und auch wieder unzählige Massen an Touristen. Das heißt, wenn man wirklich ein tolles Foto haben will von dieser unglaublich schönen schmetterlingsförmigen Insel, da muss man sich schon ganz schön anstrengen, dass man keinen anderen auf dem Foto mit drauf hat. Wir nehmen euch jetzt einfach mal mit und zeigen euch die Bilder von vor Ort. I'm somewhere in the middle. Try to find myself again. But life is one big riddle. All the future and what's been. Guess it's the way it goes. And I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right. Nothing can stop me in the night. Like I am leaving all the bad stuff. And trying to remain so strong. I know it's good if I'm alone. I got it, I got it. Regnet und gewittert. Trotzdem schön. In all the photos that you took. But now it looks like acting. Like we were fiction in a book. Guess it's the way it goes. And I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right. Nothing can stop me in the night. Like I am leaving all the bad. And trying to remain so strong. I know it's good if I'm alone. I got it, I gotta go, go, go.
Also hier mit den Flipflops hochzulaufen war die dümmste Idee ever. Ich rutsch wie bescheuert und hab mit 3 Blasen gelaufen. Ja, was kann man machen, wenn man jetzt tagsüber diesem ganzen Treiben so ein bisschen entfliehen will? Wie eben schon angedeutet, kann man entweder Touren buchen, mit dem Boot sich fahren lassen auf andere Strandabschnitte, wo es vielleicht ein bisschen ruhiger ist, oder aber man lässt sich mit dem Boot auf die umliegenden Inseln bringen. Denn auf der Insel kann man nicht mit dem Roller fahren und es ist schwierig, an weitere Strandabschnitte zu Fuß zu gelangen. Ja, ein ganz bekannter Ausflug, den man von Koh Phi Phi Don machen kann, ist nach Koh Phi Phi Lee zu Maya Bay. Dort wurde der bekannte Film The Beach mit Leonardo DiCaprio gedreht. Ja, und jetzt haben wir wie immer 2 Tipps für all diejenigen unter euch, die selber mal nach Koh Phi Phi kommen möchten. Tipp Nummer 1 für alle, die mehr Ruhe suchen. Lasst euch am besten direkt zum Laem Tong Pier bringen. Dort gibt es Hotels und ruhige Traumstrände. Einzige Manko ist, dass die Unterkünfte dort teurer sein könnten. Tipp Nummer 2 für all diejenigen unter euch, die gerne tauchen oder schnorcheln. Koh Phi Phi hat wunderbare Unterwasserwelt zu bieten, die wirklich sehr interessant ist und zum Tauchen einlädt. Ja, und für all diejenigen, denen Koh Phi Phi jetzt nicht so zugesagt hat, für die haben wir eine ruhige, schöne Fischerinsel in der nächsten Folge. Wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen, wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao.